Frauen im Musikbusiness haben es eh schwer, aber dann auch noch schwarz, also dann noch marginalisiert so. Der Literaturbetrieb bildet im Moment nicht die Gesellschaft ab und das ist halt schade. Ich dachte, diese Räume sind nicht für mich. Wie rassistisch und ausgrenzend ist unsere Kultur? Und was muss sich ändern? Ich denke, ohne Quote wird es nicht gehen. Was ich verändern möchte, eigentlich so gut wie alles. Solange ich den Spiegel meide, kann ich mein Licht nicht sehen. Ich suche mir falsche Freunde, Freunde, die nichts verstehen. Ich lach bei Witzen mit, die auf meine Kosten gehen. Senke den Blick, schlucke die Tränen. Ich bin in Deutschland geboren und wir leben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und natürlich kriegst du da schon als kleines Kind den Rassismus um die Ohren geworfen, ob die Eltern das jetzt wollen oder nicht und ob sie darüber reden oder nicht. Selina Bostik, Musikerin. Sie ist seit über 20 Jahren im Geschäft, war Backgroundsängerin für Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg und andere Größen. Über den Rassismus, den sie im Alltag, aber auch in der Musikbranche erlebt, hat Selina lange geschwiegen. Warum redet und singt sie jetzt darüber? Die Motivation, über Rassismus zu reden und auch über meine Rassismuserfahrungen zu reden, kam mit der Geburt meiner Kinder. So, das ist ganz klar für mich gewesen, dass ich meinen Kindern einfach ein bisschen andere Werkzeuge an die Hand geben möchte, dass sie sich einfach in dieser Welt, in der wir ja nun mal alle leben, besser zurechtfinden. Ihr Song Nie wieder leise ist so etwas wie ihr politisches Coming Out. Im Musikvideo wird sie von vielen unterstützt, die wissen, wovon sie redet. Wie viel Teilhabe gibt es in Kultur und Medien für People of Color? Gemeint sind damit nicht nur Schwarze. Der Begriff ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrungen, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden. Ich nutze ihn als Alternative zum Migrationshintergrund. Denn es geht nicht um Einwanderungsgeschichten, sondern um mehr Sichtbarkeit im Hier und Jetzt. Es gibt uns, ihr könnt uns ansprechen. Und es ist halt eben nicht, weil sie dürfen nicht drüber reden, sondern fragt doch bitte auch Menschen, die direkt betroffen sind, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Es ist ziemlich offensichtlich. Die deutsche Kulturszene ist sehr weiß, sehr männlich und nicht besonders divers. Zum Beispiel die Literatur. Ich habe mal nachgeschaut. Von 190 deutschen AutorInnen, die es 2020 in die Spiegel-Bestsellerlisten schafften, waren 23% Frauen. Eine sichtbare Migrationsgeschichte hatten nur 4,7% von ihnen. Darunter wiederum nur 2 Frauen. Also nur 1% Women of Color unter den Bestsellern. Doch es gibt auch Lichtblicke. 2021 ist schon jetzt ein besseres Jahr für Vielfalt in der Literatur. Von 112 AutorInnen, die bis Ende April unter den Bestsellern waren, sind 9,8% AutorInnen of Color. Die meisten von ihnen Frauen. Mitu Sanyal, Schriftstellerin. Ihr Roman Identity ist einer der Hits der Saison. Und das, obwohl sie lange dachte, ihre Perspektive interessiere niemanden. Es ist tatsächlich so, dass das, was es auf dem deutschen Buchmarkt an Romanen gab und das, was ich erzählen wollte, einfach nicht aufeinander gepasst hat. Also erstmal, dass die Figuren darin nicht vorkamen, außer als Ausnahme. Und es gab aber auch gar keine Vorstellung davon. Also es gab so die Literatur des Ankommens, ne? Also Flucht oder irgendwie Migration. Aber dieses hier geboren zu sein und trotzdem markiert zu sein, als aber eigentlich gehörst du doch nicht richtig hierhin. Irgendwie, wer bist du denn jetzt wirklich? Wann gehst du denn wieder zurück? Das gab es einfach nicht. AutorInnen wie Mitu Sanyal mischen die deutsche Literatur auf, machen sie bunter, interessanter und vielschichtiger. Höchste Zeit.
Wir tun ja immer so, als wäre Deutschland immer weiß gewesen und dann plötzlich kamen die Gastarbeiter. Dass wir uns Deutschland als weiß vorstellen, ist wirklich ein Erbe des Faschismus, also des Nationalsozialismus. Davor war Deutschland unglaublich divers, es ist es jetzt wieder. 25% der Menschen in Deutschland sind in irgendeiner Form migrationstechnisch, was auch immer, in absehbarer Zeit werden es 50% sein. Demnächst werden wir 100% sein. Also es sind alles tatsächlich irgendwie, es sind nicht Debatten über die anderen, sondern es sind Debatten über uns. Wie gut spiegelt sich die Vielfalt unserer Gesellschaft im deutschen Film wider? Wer kriegt welche Rollen und wer nicht? Pega Feridoni, Schauspielerin. Bekannt wurde sie vor 15 Jahren mit der Comedy-Serie Türkisch für Anfänger. Sie ist gut im Geschäft, musste sich aber durchbeißen. Also ich habe durch meine Herkunft und mein Aussehen durchaus Diskriminierungserfahrungen gemacht im Beruf, wo dann zum Beispiel von Theaterintendanten gesagt wurde, die ausländische Kollegin, also da wurde mein Name gar nicht erwähnt oder bestimmte Kriterien, weshalb ich dann nicht zugelassen wurde zum Schauspielstudium zum Beispiel, da hieß es, wir wollen nicht so viele Migranten ausbilden. Ähnliche Erfahrungen machen viele ihrer Kolleginnen. In einer aktuellen Umfrage äußerten sich über 3000 deutsche Filmschaffende zu sexistischer und rassistischer Diskriminierung in ihrer Branche. Die Hälfte davon hat diese in den letzten 2 Jahren selbst erlebt. Nicht weiße SchauspielerInnen verdienen weniger und sind seltener fest angestellt und weniger sichtbar. Nur 16% der erfassten SchauspielerInnen sind People of Color. Ich liebe den deutschen Film. Ich bin angetreten, weil ich diese SchauspielerInnen vor der Kamera gesehen habe und dachte, ich möchte auch sozusagen ein Teil dieses Panoptikums sein. Und es war natürlich für mich sehr bitter zu begreifen irgendwann, dass ich mit meinem Äußeren nicht sozusagen als Identifikationsfigur für die breite Gesellschaft gelesen werde und diesen Zugang zu diesen Rollen nicht bekomme. In den Berufen, in denen über die Besetzung von Rollen entschieden wird, liegt der Anteil von People of Color sogar nur bei 9%. Ich fordere eine Diversitätsquote, wie sie zum Beispiel schon in Großbritannien Einzug in die Fördergremien gefunden hat, in die Sendeanstalten, dass man sagt, wir haben eine gewisse Diversitätsquote, die erfüllen wir nicht freiwillig, sondern aufgrund gesetzlicher Vorlage. Von mir aus, ich gerne gehe den Kompromiss ein und sage zunächst einmal für 5 Jahre und dann gucken wir, wie das läuft. Aber ich denke, ohne Quote wird es nicht gehen. Braucht es Quoten auch in der Musikbranche? Vielleicht schon. Seit Selina Bostik an ihrer Solokarriere arbeitet, erlebt sie immer wieder, wie sie gegen unsichtbare Wände stößt. Frauen im Musikbusiness haben es eh schwer, aber dann auch noch schwarz, also dann noch marginalisiert so, ja, vielleicht im Soul-Bereich oder so, oder vielleicht im Hip-Hop, aber jetzt nicht so Singer-Songwriter oder Pop. Nee. Und wie sieht es in der Kunst aus? Wie gut erreichen Museen nicht weiße Minderheiten? Wie sehr bemühen sie sich darum? Ein Konzept dafür haben laut einer Umfrage der Uni Osnabrück nur 11% der Museen. Diversität als Schwerpunktthema kommt in 4% und Rassismus in 6% der Dauerausstellungen vor. Moshtari Hilal, Künstlerin. Sie hat es geschafft, aber der Zugang zur Kunstszene war für sie nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass in bestimmten Räumen und in Museen, in Galerien bestimmte Atmosphären auch produziert werden, die inklusiv und exklusiv sind. Ich habe da eine Anekdote. In einer Gruppenausstellung, in der meine Arbeit auch sehr prominent ausgestellt wurde, habe ich natürlich meine Mutter eingeladen. Meine Mutter ist eine kopftuchtragende Frau. Und die Art und Weise, wie sie dort angeschaut wurde, angeglotzt wurde von Leuten, die sich verhalten haben, als ob der Raum ihnen gehören würde, und als wäre sie ein Fremdkörper, dabei war sie die Mutter der Künstlerin. Also dass solche Momente so ein Unbehagen kreieren, dass Menschen sich oft dagegen entscheiden, in Ausstellungen zu gehen. Ich bin selbst nicht damit aufgewachsen, in Museen zu gehen und in Ausstellungen zu gehen, weil ich dachte, diese Räume sind nicht für mich. In ihren Zeichnungen widmet sich Moshtari Hilal Gesichtern und Körpern, die westlichen Schönheitsidealen nicht entsprechen. Viele ihrer Bilder sind Selbstporträts, persönlich und politisch zugleich.
Für mich war in dieser Porträtreihe sehr wichtig, von diesem, was stimmt mit mir nicht, wegzukommen und sich anzuschauen, was stimmt mit dem Blick, aber auch meinem eigenen Blick auf meinen Körper, auf meinem Gesicht nicht. Und das hat sehr viel natürlich mit Geschichte zu tun, mit politischer Macht zu tun, aber auch mit der Industrie zu tun, die bis heute ein Schönheitsideal vermarktet, das rundlichere Gesichter, die mehr europäischen Merkmalen entsprechen, hellere Haut, immer mit dem besseren Leben assoziiert werden. Moshtari Hilal erreicht auch über Instagram ein breites Publikum für ihre Kunst und ihre Themen. In einem Live-Talk prägte sie kürzlich den Begriff Nazi-Hintergrund mit und löste damit eine aufgeregte Debatte aus. Ich fand es sehr faszinierend, wie Nazi-Hintergrund als Begriff als Provokation aufgefasst wurde. Zum einen war das ja einfach so ein spielerischer Umgang mit dem Begriff und auch der Umgang mit Hintergrund. Normalerweise sind es ja wir, die markierten, rassifizierten Personen, die immer wissen müssen, woher sie eigentlich kommen, wo ihre Wurzeln liegen. Aufgrund ihres Äußeren müssen sie wissen, wo der eigene Urgroßvater herkommt. Und eigentlich haben wir die Frage nur zurückgeworfen. Und es ist sehr bezeichnend, dass diese Frage ein Unbehagen anstiftet in Deutschland. Auch Pega Feridoni beobachtet genau, wie solche Debatten in unserem Land geführt werden. Sie ist frustriert darüber, dass das Wesentliche dabei oft aus dem Blick gerät. Warum gibt es im Jahr 2021 immer noch Rassismus, und zwar gewalttätigen Rassismus in unserer Gesellschaft, immer mehr Übergriffe und so weiter und so fort? Das macht mich wahnsinnig betroffen. Natürlich gibt es Menschen im rechten Spektrum, die mich aufgrund meiner Herkunft und meines Aussehens verabscheuen. Und daran kann ich nichts ändern. Mithu Sanyal saß gerade an ihrem Roman, als die rassistischen Morde von Hanau das Land erschütterten. Sie schrieb sie in ihr Buch hinein, auch um eine Leerstelle zu füllen. Wir reden über das nicht in der deutschsprachigen Literatur, als gäbe es das nicht. Und es ist einfach Teil der deutschen Realität. Ich habe keine Angst, auf die Straße zu gehen und dass ich jetzt irgendwie ermordet werde in einem rechten terroristischen Anschlag. Nein, aber es ist trotzdem Teil der deutschen Realität. Ich will das lesen, weil es sind die Dinge, über die müssen wir sprechen. Die müssen wir auch mit betrauern. Wir müssen um die Opfer trauern, weil es unsere Opfer sind darin. Der Schock über die rassistischen Morde in Hanau führte für Scheda Kurt zu einem Konflikt mit ihrem weißen Partner, weil er nicht im selben Maße betroffen war wie sie. Das beschreibt sie in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Eine Art Anleitung, den Umsturz des Systems im Kleinen zu beginnen. Scheda Kurt, Journalistin. Auch sie erhebt ihre Stimme für sich und andere. Was ich verändern möchte, eigentlich so gut wie alles. Naja, mit alles, aber meine ich vor allem eigentlich die gesellschaftlichen, politischen Verhältnisse, in denen wir leben, jetzt vorrangig. Und damit meine ich so etwas wie die patriarchalen Verhältnisse, die rassistischen Verhältnisse und auch vor allem auch die kapitalistischen Verhältnisse. Also die Art und Weise, wie unser Zusammenleben strukturiert ist. Deswegen spricht man ja auch von strukturellem Rassismus, strukturellem Sexismus. Als freie Journalistin schreibt Scheda Kurt unter anderem über Rassismus und Gendergerechtigkeit. Sie findet, dass es für marginalisierte Minderheiten in den Medien weder ausreichende Chancen noch ausreichenden Schutz gibt. Wir brauchen da vor allem eine Umverteilung von Geldern und von Fördergeldern. Also auch, dass junge, queer, rassifizierte, schwarze Menschen, die sagen, wir möchten nicht warten, bis wir eine Redaktionsstelle in der FAZ haben, wir möchten jetzt unser eigenes Projekt machen, dass die damit Geld verdienen können. Und dann kommt ja auch hinzu, dass insbesondere viele weibliche Autorinnen, die über Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus, Sexismus schreiben, ja auch unfassbar viel Hetze, Bedrohung und Verfolgung ausgesetzt sind. Also im Internet genauso, aber wie auch auf den Straßen. Und dass es ja auch immer ein Abwägen ist. Und vor allem auch die Frage, von wem erfahre ich da am Ende Unterstützung? Solange der Zugang in die Redaktionen für nicht-weiße Minderheiten schwierig bleibt, solange fehlen wichtige Perspektiven in den Medien. Doch die braucht es, um Klischees zu vermeiden.
Und da sind dann sehr spezifische, zum Beispiel Stereotypisierungen. Wir haben das zum Beispiel in Bezug auf schwarze Menschen oder geflüchtete Menschen. Also dieses Bild des hypersexuellen schwarzen Mannes oder geflüchteten Mannes. Und dazu gehört natürlich auch immer zum Beispiel das Bild der unterdrückten Muslime. Also dass immer diese rassistischen Vorstellungen von Menschen auch immer irgendwo vergeschlechtlich sind, dass sie sonst nicht funktionieren würden. Es ist noch ein weiter Weg. Aber die Frauen, die ich für diesen Film getroffen habe, lassen sich nicht entmutigen. Sie wollen die Kulturszene umkrempeln. Und das ist erst der Anfang.